MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Umsee 2 in dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen wieder zurück von der Karte Alheim-Laurensbach Updated. Heute darf ich euch mal wieder einen neuen Bus vorstellen. Ja, das Grundmodell habe ich euch schon mal vorgestellt. Es handelt sich um den MAN A23 aus dem neuesten Sobol Pack, was ihr euch in der Omsee Webdisk runterladen könnt. Ist jetzt öffentlich zum Download, kein Beta mehr oder ne, diese Patreon-Sache da, die ich euch letztes Mal erklärt hatte. Sondern jeder kann sich das jetzt runterladen und ich zeige euch heute mal eine neue Variante, und zwar die Euro 3 Void Variante. Ja, wenn zwei Repaints mitgeliefert. Ich habe jetzt hier mal KVG Kiel ausgewählt. Wir fahren nebenbei hier im Busbetriebssimulator, deswegen ist das Overlay da. Lasst euch davon nicht stören. Kann immer wieder nur gerne Werbung für meinen eigenen Community-Betrieb machen, die Omsee Boss AG. Schaut gerne mal unter private Betriebe vorbei, da könnt ihr euch da bewerben und ja, für und mit uns dort fahren. So, ich habe jetzt die Elektrik angeschmissen. Wenn er noch keinen Vorratsdruck hat, ne? Seht ihr hier, dann haben wir hier also praktisch diese Druckwarneinrichtung. Hier sieht man das ganz gut. Machen wir schon mal das Licht an. Hier. Wenn wir mal Motor anschmeißen. So, dann seht ihr, dass der Druck sich hier immer weiter aufbaut. Ich mache innen nochmal das Licht an. Es ist bei diesem Bus noch nicht alles 100% tipptopp. Zum Beispiel das Licht. Seht ihr hier, ne? Also von wo kommt denn hier vorne das Licht beispielsweise? Ja, hier, da leuchtet die Klima oder so. Ja, also die eigentlichen Leuchten, da funktionieren nur diese runden. Diese länglichen hier, die sind bisher nur eine Attrappe. Ich finde die Sitze ganz schön eigentlich. Die passen ganz gut hier rein. Man sieht das auch irgendwie so, dass der Bus nicht gerade, ja, weiß ich nicht, der neueste Standard ist. Die Innenanzeige funktioniert auch. Dazu müssen wir mal gleich schildern. Wir fahren die Linie E80 nach Bahnscheid Bahnhof über Laurensbach Hauptbahnhof hier vom Westende. Hier drinnen haben wir jetzt den Drucker, den wir aus dem Bremen und Ruhr Add-on kennen. Die Software ist die aus dem Ruhr Add-on, von dem Ruhr Solaris. Geht leider nicht automatisch in den Nachtmodus, das finde ich ein bisschen schade. Das muss man also immer, wenn man im Dunkeln fährt, dann auf Nacht gehen. Genau. Aber man hat es ein bisschen geändert, weil bei dem Ruhr-Solaris, ist vom Ruhr-Solaris. Beim Ruhr-Solaris konnte man den Bus ja auch nicht modden, das ging ja nur bei Bremen. Dieses blöde RBL haben wir jetzt hier wieder. Das, wie gesagt, ich mag das eigentlich nicht so vom Ruhr-Solaris, aber okay. Ich glaube, das war die 1-0. Sollen wir mal gucken, ob das richtig ist. Route war auch die 0-1. Gucken, ob der denn E80 schildert. Ob der das überhaupt kann. Nee, der macht nur die 80. Okay, der kann diese Sonderzeichen nicht. Das liegt ein bisschen an der Matrix. Ach, nicht Bahnscheid mit H. Guten Morgen. Dann ist es SLZ wahrscheinlich da vorne. Da muss man dann halt, wenn man dieses E wirklich mit drin haben will, dann muss man das mal über das H4-Menü probieren. Manchmal funktioniert das nämlich auch. Bahnscheid Bahnhof, genau. Dann gucken wir mal, wenn wir hier E80 machen. Ja, dann funktioniert das. Dauert einen Moment, dann geht das wohl in seiner Zeit. Das ist bei dem Ruhr-Solaris aber auch, glaube ich, nicht anders. Sieht auch so aus, als wäre das die gleiche Matrix. Scheinbar schildert das dann doch nicht. Egal. Ja, Motorsounds. Wir können hinten wieder aufmachen. So, ich bin gerade mal aufs Gas gegangen. Ich gehe nochmal aufs Gas. Ja, da muss noch ein bisschen was gefixt werden. Da ist irgendwo noch was scripttechnisch nicht richtig. Ja, und hier hinten bewegt sich leider auch nichts, ne? Das ist jetzt einfach nur so, naja. Soll man ja auch, wenn der Motor läuft, eigentlich hinten hier aufmachen. Ja, ansonsten, was hat dieser Bus hier noch?
Ja, Stoppknöpfe und so hat er da auf jeden Fall in Anzeige, funktioniert auch. Was ich hier noch nicht gefunden habe, sind so Sachen wie Feuerlöscher oder Kennzeichnung, wo die Verbandskästen sind und so. So ein paar Details fehlen mir halt hier, ne? Ein bisschen schade, die Türen sehen ein bisschen billig aus, finde ich so. Die erinnern mich aus dem alten Mainzer MAN damals. Aber ansonsten, wie ich finde, ein wirklich sehr schönes Fahrzeug. Cockpit verstellen geht leider nicht. Können natürlich das Lenkrad wegmachen. Machen auch, weil wir heute im BBS sind, mal ausnahmsweise ein bisschen die Heizung hier an. Genau. Der Rest ist soweit gleich geblieben. Ja, das ganze Cockpit und das drumherum. Ich stelle die Zeit mal noch ein bisschen vor. So, hier stehst du nämlich manchmal ein bisschen länger an der Ampel. Deswegen habe ich mal ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ja, es gibt jetzt verschiedenste Varianten. Sowohl bei den A20, da gibt es auch Euro 3, Euro 4, als auch halt bei den A23 Varianten. Was ich halt nur ein bisschen schade finde, weil sowohl das halt immer, der macht eine mega geile Arbeit, ja, also muss man ganz klar so sagen. Ist auch einer der besten Busentwickler in der Umsichtszene, so in der Freeware-Szene, meiner Meinung nach. Und was ich ein bisschen schade finde, weil bei der Sache ist hier, bei dem Neo MAN Pack ist es halt so, dass die Bezeichnungen jetzt schon wieder geändert wurden. Sprich die Busdateien, ja, die heißen jetzt wieder anders. Ich weiß auch nicht, ob man, also ich habe es einfach sicherheitshalber so gemacht, ich habe die ganzen alten Versionen gelöscht, habe jetzt die neueste installiert, funktioniert eigentlich alles wunderbar. Also ich finde es nur ein bisschen schade, dass die jetzt anders heißen, so zum Beispiel im Busbetriebssimulator oder so, muss man dann jetzt alle Busse wieder neu kaufen, weil die Bezeichnung sich geändert hat. Ja, alternativ kann man natürlich auch die Busdatei selber ändern, aber das ist natürlich auch, ah ja, das willst du nicht mit den ganzen, weil es gibt ja wirklich A21, A37, A20, A23. Es gibt so viele verschiedene Versionen, die er da kriegt. Das sind, glaube ich, ja komm, brauchen wir nicht mehr vorspulen. Das sind, glaube ich, 2 GB oder so, die sich definitiv lohnen. Also hinten hört sich der Sound auf jeden Fall richtig geil an. Also richtig geil auf jeden Fall aufgenommen. Macht Spaß, wie gesagt, nur vom Außen, von außen halt. Ja, passt der Sound doch nicht. Was ich ein bisschen schade fand, dass man sich da mit seinem Microsoft-Konto erst anmelden musste. Also war es bei mir zumindest so. Könnt ihr gerne mal schreiben, dass bei euch auch so war. Dass man sich mit dem Microsoft-Konto dabei bei OneDrive anmelden musste. Guten Abend. Um den ganzen Kram runterzuladen. So, ihr habt da gerade gesehen, die sind hier, laufen hier in die Tür. Dachte, alles perfekt ist bei diesem Bus noch nicht. Hören wir uns mal von außen nochmal an. Klingt so ein bisschen wie ein Elektrobus, ja. Beim Anfahren außen. Dann sind mir auch noch Sachen aufgefallen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei diesem Bus war oder ob das bei dem Solo-Bus war. Ich glaube, das war aber hier bei dem A23, weil die A23-Busse sind noch ein bisschen verbuggter als die normalen. Da sind die hier links zum Beispiel. Hier. Da hast du bei Regen, da wird das dann auch simuliert, hast du da so Regentropfen dran und so weiter. Und vorne halt nicht. Da denkst du auch so, ja, ist da irgendwie eine riesen Scheibenheizung oder sonst irgendwas, ein so Soforttrockner oder so. Also Scheibenwischer brauchst du da auf jeden Fall nicht. Mal gucken, ob der überhaupt funktioniert. Hallo. Der funktioniert, aber der Wischwasser nicht, ne? Genau. Jetzt mal wieder 100 Jahre, um den auszukriegen.
Eine Fahrkarte bitte. Genau, Fahrkartenverkauf, genauso wie beim Rosolaris, wie wir es kennen, funktioniert auch alles perfekt hier, ja. So, wenn ich hier das Münzgeld anklicke, dann kommt das auch genau da raus, wo das hin soll. Okay, ah, den Bug, den hatten schon viele. Okay, das funktioniert wohl noch nicht, dass das Geld sich da mitbewegt. Das war ja bei dem C2 aus dem BRT-Addon auch so. Aber ich fahre den Bus tatsächlich sehr gerne. Ja, den haben wir jetzt im Betrieb mal gekauft. Finde ich persönlich sehr ansprechend bisher. Auch wenn er leider noch ein, zwei Fehlerchen drin hat. Aber schreibt mir auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare zu diesem Bus. Es gibt noch viel, viele weitere Varianten. Ja, das ist jetzt nur eine, aber ich wollte euch einfach mal eine Euro 3 Variante zeigen. Ja, mal schön ein bisschen was Älteres. Ist natürlich wunderbar. Fahren wir noch Richtung hoch, genau, das ist hier an der Seite. So, das war der Haltewunsch. Ist Gott sei Dank nicht so laut, weil der Ton, der ist echt... Oh, Alter. Aber es ist zum Glück nicht so laut, dass es einen ständig stören würde. Türsteuerung, alle drei Türen nach wie vor manuell. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Ich hätte gern eine Tageskarte. Einmal Tageskarte. Oh, danke. Also da solltet ihr euch auf jeden Fall auf eure Tastatur oder auf euer Lenkrad nochmal die dritte Tür mit drauf verlegen lassen, weil die ist halt nur manuell zu steuern. Leider nicht per Freigabe. Das finde ich ein bisschen schade. Aber das war in der letzten Version auch schon so, die ich euch ja damals gezeigt habe. Gibt auch wieder polnische Versionen. Da ist das ja wohl so üblich. Da gibt es aber auch so einen Autotürknopf. Bei den meisten polnischen Bussen, die wir bisher so gefahren sind. Aber die Polen-Varianten, die könnte man sich auf jeden Fall auch nochmal angucken. Wenn ihr da Bock drauf habt, fahren wir dann irgendwie auf Stettin oder so. Ist auf jeden Fall auch immer interessant. Haben wahrscheinlich aber auch diese Programmierung, dass die Fahrgäste dann hinten einsteigen. Das ist da ja auch so üblich. Also meistens an der zweiten Tür, dass sie gar nicht beim Fahrer vorne einsteigen. So, wird da mal grün? Ja, ne, dauert anscheinend mal hier ewig. Ja, diese E-Linien, die fahre ich eigentlich so ungern. Weil, ja, also zum Flughafen fahre ich generell nicht gerne, weil die Performance scheiße ist. Die E83 bin ich einmal gefahren, das war kompletter Horror. Das ist aus einem Linienpack. Die E80 ist halt eine kurze Linie. Den Streckenverlauf von der E80 fahren halt aber auch viele andere Linien ab, dadurch, dass ich ja diverse Linienpacks installiert habe. Also man kennt die Strecke hier. Ja, Haltestellenbremse hat der eigentlich nicht. Also ich zeige mir bei der halt so einen 20 Uhr Schalter hier. Wenn er hier mal guckt, ne? Da ist hier Start, Engine, Stop. Okay, da machst du wahrscheinlich den Motor an und aus. Einmal Schüler. Dein Kupfergeld, das kannst du in dein Sparschwein schmeißen, ja. Okay, also er wird dann scheinbar hier startet, okay. Kannst du hier den Bus absenken, kannst du hier die Sperren hier. Was ist das hier? Ach, das ist für alle Türen. Und bitte? Das ist nur für die zweite. Ah, interessant.
Ah, so mit Freigabe. Ach doch, das ist doch mit Freigabe, okay. Freigabe für die zweite gibt es und das ist dann wirklich alle Türen öffnen. Gut, okay. Aber so eine Freigabe für zweite und dritte scheint dann wohl. Oder die öffnen, warte mal. Ah, nee, das ist wirklich. Das ist die Freigabe, wa? Mal hinten drücken. Aber Freigabe wieder raus. Alter Wunsch. Türfreigabe. Okay, nee, passiert hinten nichts. Okay. Ja. Bahnhofstraße, Rathaus. Dann machen wir gleich mal diesen 20-Uhr-Schalter rein. Der befindet sich ja hier. So. Könnte auch wieder rausnehmen und dann, ja. Steht da auch. Dann könnt ihr auch den Fuß dann von der Bremse nehmen. So, wie sieht das Sonnenrollo aus hier? Das geht wohl ja nicht, oder? Ne, das kriegen die Unterhitzung hier. Doch, jetzt. Bisschen sperrig, aber okay. Auch schön, dass es bloß hoch und runter ziehen muss. Nicht wie bei manchen alten Bussen, dass es hier noch irgendwo raufdrücken muss oder dann dritt nach oben geht, ja. Aber natürlich keine elektrische. Das habe ich bei MAN, bei den älteren Bussen. Also bei dem neuen Line City weiß ich gar nicht, wie es da ist. Aber bei dieser alten Generation, die wir hier jetzt gerade fahren, habe ich noch nie gesehen, dass das bei MAN mal elektrisch war. Aber korrigiert mich. Mit der Falschliege. Guten Tag. Genau, wozu das hier ist, das weiß ich leider nicht. Beides hier. Das wird auch ein was mit der Heizung sein hier. Das ist auf jeden Fall für die Dachluken. Da kannst du den Bus, glaube ich, generell ein bisschen höher machen. Das ist irgendwas mit der Scheibenheizung hier. Das ist die Klimaanlage. Genau, und mehr hat da im Prinzip nicht, ne? Hat ja auch keinen Tachografen drin. Oder halt so ein EEG-Kontrollgerät. Was hat er hier nicht drin? Eine Rückfahrkamera sehe ich hier auch nicht. Laurensbach, Hauptbahnhof. So, gucken wir uns jetzt mal wieder von außen an. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Genau, wenn man auf Position 1 geht, dann kommt man leider nicht zu diesem Ticketdrucker hin. Ich glaube, da haben sie mir zu viel raus. Was? Achso, da habe ich mich vertippt. Hallo. Bei einfügen kommen wir oben hin, genau. Hallo. Fahrplan ist schön hier unten erhalten mit dem Fahrplanhalter. Na, Wind. Hallo. Hallo. Na jo, danke. Ja, alles klar. Türsounds sind auch geil. Gefallen mir ganz gut. Fahrerfenster habt ihr hier ganz einfach manuell, ja, auch nicht elektrisch. Genau, so klingt er also von hinten mal. Okay, die leuchten also auch. Okay, alles klar. Europaplatz. Schönes Voltgetriebe. So muss das sein.
So, hier ist Linsenburger Brücke, da halten wir komischerweise nicht an. Wir fahren durch und halten erst wieder nach vorne am Europaplatz. Was haben wir jetzt hier? 3 Minuten Verspätung, was denn bitte? Da ist schon irgendwas mit dem Fahrplan nicht. Das kann ja nicht sein. Naja, okay. 1 Minute. Naja, 1 Minute vom Hauptbahnhof hier. Fährst eine Station durch. Also, das ist ganz schön sportlich, wa? Guten Abend. Na, Abend. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Schön hier mit dieser Scheibe gemacht, ne, mit dem MAN-typischen Design. So, kommen Sie rein. Der Blinkersound ist auch in Ordnung. Dieses leichte Klicken gefällt mir ganz gut. Da gibt es ja durchaus, vor allem bei älteren C2-Modellen, richtig nervige Blinksounds. So ein Bip, Bip, Bip. Haus für Kunstgeschichte. So, jetzt haben wir aber auch die rote Welle. Das steht ja wirklich überall. Kann man da, wenn wir zu spät sind. Hallo. Hallo. Jo. Gut, man muss natürlich sagen, dieses manuelle Türsteuern führt natürlich auch dazu, dass die Türen schneller zugehen. Als wenn der erst Freigabe dann wartet, bis die Tür zu hinten zu ist, so, ne? Also da geht das natürlich, wenn du vielleicht die letzte Tür hinzumachen kannst mit einem Schlag, geht das natürlich viel einfacher. Ideallösung ist natürlich wie beim Scania, ne? Dass die letzte Tür entweder per Freigabe oder wenn du die Frage schon drin hast, dass du die halt auch von Hand zumachen kannst. Also manuell. Das ist natürlich dann optimal. Aber gerade so jetzt hier, wenn du Verspätung hast, dann einfach schnell zumachen, fertig ist. Der wird auch gleich wieder aus. Ja, ja, komm. Nur am Meckern da hinten. Auf Uhr, ich hab Verspätung. So, die Haltestelle Dora Dreh lassen wir wohl dann auch aus.
fahrt ihr denn nicht hier? Ist grün. Oh, die Bus aber. Das ist eine Babyhupe hier. Achso, Dora Dreh ist das hier. Nee, da hätten wir ja nicht an. Das ist man eigentlich mittlerweile nur so gewohnt. Ich fahre, wie gesagt, diese E-Express-Linie halt, ne, wie man sie auch immer nennen möchte. Fahre ich selten, ich halt meistens hier auch mal an, Dora Dreh. Adam Launsbach updatet sowieso eine der besten Karten, aber ja, und fahre ich immer noch lieb gerne, aber meistens andere Linien. Die Auswahl ist ja groß genug. So, hier stehst du eigentlich auch immer gerne ein bisschen länger. Wichernstraße. Hallo. Hallo. Abend. Ja, na, Abend. Kommen Sie rein. Abend. Ja, Höchstgeschwindigkeit, keine Ahnung. Also der Bug ist auf jeden Fall weg, dass man ab 50 oder 60 oder was das war, dass der Bus da geruckelt hat. Das wurde jetzt alles behoben. Können wir mal gucken. Ja, okay. Also bis auf 80 geht er definitiv. Seht ihr, ne? Meistens ist er dann hier irgendwo Schluss. Weil die anderen Busse, die fahren bis 100. Okay, dann fährt er mit Sicherheit auch 100. Mit den anderen Symbolbussen ja auch möglich, was ich übrigens auch sehr cool finde. Auch wenn es natürlich, ja, nicht so realitätsgetreu ist, aber finde ich schon ganz cool, dass du halt auch mal hier eine Weile 100 fahren kannst, gerade so auf Autobahnlinien. ALX zum Beispiel fährt sich richtig einfach weg damit, ja, einfach schön durchbrettern auf der Autobahn und dann läuft das. So, der bleibt komischerweise immer bei Verkauf drin. Wäre noch cool, wenn er sich irgendwie. Ja, gut, der zeigt da so Verspätung an. Ja, auch toll. Ja, das ist, glaube ich, vom Ruhr schon so ein Fehler. Dass er da nicht unterscheiden kann. Zwischen RBL-Verkauf, da die Ansicht. Dass, wenn wir fahren, dass wir die nächsten Haltestellen und so weiter sehen.
Und wenn wir anhalten, dass er denn, oder jetzt hier die Türen aufmacht, sagt, dass er jetzt zum Beispiel auf Verkauf umspringen würde. Das geht leider nicht so. Die wollen ja gar nicht mit. Das ist ja wunderbar. Und der Bus, der klappert schön. So wie es sich für einmal ändert. So muss das sein, als wenn er gleich auseinanderfliegt hier. Bahnsteigbahnhof, Endhaltestelle, bitte aussteigen. So, ihr seht dort oben auch nochmal in der Anzeige, 113 Leute passen hier rein. Also für einen Gelenkbus sind sie durchaus ordentlich, ja. Das hast du meistens so, dass da vielleicht 80 Leute reinpassen, 85 ist oft so. Darius, erster C2, bis heute nicht erinnert worden, da passen irgendwie ein bisschen über 50 rein in einen Gelenkbus, ja. Also Sitz- und Stehplätze. Da passen halt immer die Solobusse und um sie halt auch schon mehr Leute rein, ne? Aber wenn ihr noch irgendwie was findet, was ich nicht erwähnt habe, wo ihr sagen würdet, das muss auf jeden Fall noch gemacht werden, dann schreibt es gerne rein. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel auch, ein Entwerter ist hier nicht drin in dem Bus. Ein Entwerter wäre schon mal ganz nett, ne? Notausstiege. Alle, ja, die ganze Kennzeichnung, die fehlt, ne? Das sind so diese kleinen Details. Ja, so ein Schild, wie viel Sitz, wie viel Stehplätze und so, das ist ja auch nicht da. Ach, was fahrt ihr denn da vorne nicht? Alter. Oh, scheiß mal auf das Rechtsfeuerboot. Jetzt zieh ich hier den aber ab, den Kombi. Ja, ja, könnt ihr wissen. Mit 4 Minuten Verspätung. Oh, Westende steht jetzt hier schon mal, ne? Okay, der stellt also dann noch automatisch wieder um. Oh, jawohl, erstmal schöner Stau hier. So muss das. Komm, gib Gas, Junge. Komm, komm, komm. Zieh, zieh, zieh. Zieh euch ab hier. Ach, siehst du, zeig doch. Zeig doch, ich zieh euch ab. Ihr könnt gar nicht. So, ihr steigt jetzt hier nicht bei mir ein. Genau, ja, zu spät kommen. Das war jetzt nicht meine Schuld. Ja, sie bleibt noch gleich drinnen. Ihr gefällt der Bus so sehr, dass er gleich hier drinnen bleibt. Ja, das soll es gewesen sein. Linie E80 mit dem neuen Line City A23 von Sobol. Hoffe, dass es euch gefallen hat und freue mich auf eure Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, liebe Leute, gehabt euch wohl, macht es gut und ciao, ciao.